So, und da bin ich wieder. Ich habe euch mitten im Drama stehen lassen. Ich bin jetzt schon kräftig, tüchtig, dolle verrückt. Und weiß auch gerade nicht, wie ich mir helfen kann. Ich könnte mir auch keine Holzrüstung bauen, leider. Ich könnte mir höchstens. Ich mach das mal eben. Ich baue mir eine Strohrolle. Und leg mich schlafen. Aber ich habe gar kein Essen. Ich mach das trotzdem. Ich mach das trotzdem. Dann sehen wir mal, was passiert. Ich hoffe, dass meine geistige Gesundheit ein bisschen hochgeht. Oh, das war keine gute Idee. Es ist direkt Winter. Und ich kann gar kein Essen jetzt farmen. Weil ich. Oh, da ist ein Kürbis. Weil ich gar nicht aus dem Lager rauskomme, weil ich nicht genug Steine habe für einen Stein. Für einen Kälte- und Wärmestein. Und jetzt habe ich auch kein Holz mehr. Das kann ich da oben aber abfarmen. So. Meine geistige Gesundheit ist nicht sehr weit nach oben gegangen, aber ich kann mir immer noch Gegenstände dafür bauen. Noch. Ich scheitere hier gefühlt gerade an den Basics. Nachpflanzen, das ist wichtig. Damit ich nicht auch noch von einem Baum angegriffen werde. Ja, und ich friere jetzt hier derbe. Ja. Es hat mir ein bisschen Gesundheit gebracht. Ich kann jetzt auch hier eben mich ein bisschen hochheilen, nicht dolle. Der Vogel hat mir netterweise einen Samen dagelassen. Gut, und dann brauche ich dringend Steine, die ich nur da unten kriege. Wie viel Holz habe ich? Nicht genug. Mit so ein paar Samen kann ich mich auch einen kurzen Augenblick über Wasser halten. Und unten waren ja Hasen in der Falle. Oh, aber ich glaube, bis dahin schaffe ich es auch gar nicht. So bitterkalt, so schwer habe ich es nicht in Erinnerung. Ich kann mich nicht mal vom Feuer wegbewegen. Puh, da hätte ich mich besser drauf vorbereiten müssen. Dringend. Okay, also. Damit heize ich an. Und dann mache ich mir hier weiter irgendwelche Gegenstände, um nicht zumindest völlig crazy zu werden. Den kann ich ja auch anfeuern erstmal. Es regnet ja sowieso gerade nicht mehr. Woher kriege ich jetzt den nächsten Stein? Da unten waren mir Hasen in die Falle gegangen. Ich werde da runtergehen müssen. Diesen Hut, den brauche ich jetzt auch noch unterwegs gar nicht. Ich glaube, der ist nur schön. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn ihr es besser wisst. Ich habe mir so einen Hut noch nie aus den Federn gebaut, deswegen weiß ich es nicht. Ich gehe jetzt nach unten. Ich wärme mich kurz hier auf und hoffe aufs Beste. Auf Hasen. Ein bisschen Feuer könnte ich mir unterwegs machen. Mit der Fackel. Allerdings ist auch mein Grasvorrat erschöpft und mir wird schon kalt. Gut, ich möchte aber einmal die Hasen hier wegholen. Da waren noch welche drin. Oh, es war nur einer da drin. Eieiei. Und ich bin auch noch so verrückt, dass der ein böser Hase ist. Na gut. Bam, bam, bam. Heiß, heiß, heiß. Und weiter geht's. Zu den Steinen. Anders kriege ich es nicht hin. Ja, ja, ja. Also, wir können schon mal merken, a cold reception ist sehr schnell sehr kalt. Ich habe mich ein bisschen zu sehr in Sicherheit gewogen. Ich glaube, dafür haben wir nur 2 Tage Winter hier. Vielleicht sind es 3.
Aber es ist wirklich sehr schnell kalt geworden. Das ist passiert, weil das Saatgut direkt neben der Flamme lag. Ich brauche 10, ich habe 12. Ich klaue mir das Ei. Was habe ich zu verlieren? Einiges, ne? Vor allem, wenn ich keinen Platz im Inventar habe. Na los, kannst du es nicht braten. Schnell weg hier. Er schläft einfach weiter. Ich habe Vorsprung. Ich habe Vorsprung. Ich habe Vorsprung. Wenn ich jetzt nicht erfriere, ist alles cool. Alles klar. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Leute. Er hat aufgegeben. Das putze ich mir gleich richtig schön. Die Nacht ist auch viel länger geworden. Das geht ja Schlag auf Schlag. Klasse, das Feuer ist sogar noch an. Und hier ist ein neuer Haufen für mich. Sehr schön. Also, endlich. Wo ist der Stein? Hier ist der Stein. Klasse. Ja, ich weiß. Oh, und jetzt der Hase auch wieder auf meiner Seite. Puh, ist das alles knapp. Sehr schön, gut. Das Ei noch. Und dann müsste es mir schon wieder viel besser gehen. Oder nur ein bisschen besser. Es ist schade, dass die Nacht jetzt so lang ist. Ja, ich guck mal, was ich mir noch bauen kann. Einfach nur für die geistige Gesundheit. Hier ist doch irgendwo eine Lampe. Nee, ich brauche die Spinnenseide dringend. Die Forke kann ich nochmal machen. Dann kann ich wieder meine Notlösung gleich. Kann ich jetzt schon machen. Mal das Feuer richtig hübsch anzünden. Brutzel die Brutzel. Sehr schön. Ja, da muss ich leider ein bisschen vorsichtiger jetzt spielen. Aber nur, bis der Winter vorbei ist. Also nur ein paar Tage. Ich brauche auf jeden Fall so bald wie möglich Holz für eine Rüstung. Weil ich noch nichts Pigskin-artiges sonst hier gefunden habe. Und dann werde ich mal versuchen, ja was, mir irgendwie mehr Essen zu organisieren. Wird auch gar nicht richtig heiß. Warm und kuschelig, aber nicht glühend heiß. Ich leg den nachts immer gerne ans Feuer. Jetzt kann ich eine Holzrüstung machen. So. Die ist wichtig, falls mich gleich die Midnight Monster angreifen. Shadow Midnight, ich weiß es gerade gar nicht. Nicht. Ich wollte den Stein haben. So, den mache ich immer nicht in die Tasche rein, sondern also nicht in den Rucksack, sondern in die normale Tasche hier. Das nehme ich mal mit. Das kann ich leider nicht essen. Ich schmeiß mal einfach ab. Wer braucht das schon? Ich habe noch eine normale Schaufel. Kann ich auch hier lassen. So, und dann geht's. Ja, wohin eigentlich? Oben zu den Spinnen.
Bogen hier. Versuche die mal nicht anzugreifen, sondern in die Falle zu locken. Und da habe ich 4. Ich hoffe, es sind nur 4, die ich brauche. Jetzt habe ich 5. Ich nehme ihn einfach weg. Nur für den Fall, dass ich mehr brauche. Ich möchte nicht wieder doof dastehen. Da hätte ich auch mit dem Hammer auf die Mauer hauen können. Dann hätte ich noch mehr Stein. Das mache ich mal gleich. Mit der Mütze auf dem Kopf. Ah, ja. Jetzt geht's mir doch schon viel besser. Viel, viel besser geht's mir. Schön. Ich brauche mehr Steine. Und diese Konstrukte kann man einfach abbauen. Kommt mal immer einen Stein raus. Lohnt sich eigentlich fast gar nicht, seinen schönen Hammer dafür aufzubrauchen. Der Winterhut hat auch die Vorteile, dass mir jetzt nicht nur warm ist, sondern auch, das lasse ich mal hier, dass meine geistige Gesundheit ein bisschen nach oben geht. Und das kann ich ja hier gerade sehr gut gebrauchen. Außerdem kann ich Essen gebrauchen. Ich werde jetzt hier einfach alle Samen essen, die ich finde. Mehr Stroh. Hey, nimm das mit. Frechheit. Aber eigentlich brauche ich dringend Essen. Wo ist denn die Hasenfalle links von mir? Ist kein Hase reingekommen. Hui. Wie viele Büffel sind hier denn? Nur der eine. Dann. Wo ist meine Waffe? Hier. Und dann bin ich mal so frech. Den armen Büffel ums Leben zu bringen. Oder der Büffel mich. Ich guck mal. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. So. Monsterfleisch kann ich eh nicht essen, weil ich so am Ende hier bin. Es ist wichtiger, dass ich einen Wärmestein irgendwie mitbekomme. Den lege ich immer gerne in das Feuer, das ich hier irgendwo dann anzünde. So. Ich kann es nicht empfehlen, Büffel anzugreifen. Die sind ganz schön stark, aber ich wäre jetzt sonst einfach verhungert. Und es geht auch nur, Büffel agieren auch als Mob. Das geht auch wirklich nur, wenn keine anderen Büffel in der Nähe sind. Sonst, wenn da jetzt einer noch angerannt gekommen wäre, hätte ich einfach verloren. So. Und da sind wir doch schon wieder oben auf. Oder fast oben auf. Puh, ich dachte echt, ich sterbe euch hier weg. Gut. Kann ich jetzt die hier einfach weiter anpflanzen? Kann ich. Witzig. Die wachsen aber nicht nach. Ich könnte mir jetzt sogar eine verbesserte Wintermütze bauen. Das mache ich jetzt auch mal. Finde ich nämlich sehr witzig. Das ruiniert immer die Frisur. Der ist weitaus besser, der Winterhut hier. Den werde ich in die nächste Welt wahrscheinlich mitnehmen, denke ich. Schön knackig warm. Ich setze immer die Mütze am Feuer ab. Eigentlich brauche ich das gar nicht. Doch, brauche ich schon. Gut, und dann kann ich jetzt auch eine Vogelfalle, glaube ich, bauen. Oder was fehlt mir dafür? Alles. Alles fehlt mir dafür. Ich habe gar kein Stöckchen mehr. Das ist ja eine Frechheit. Und Platz habe ich auch nicht mehr. Gut. Ich habe auch
ganz viele Fallen hier in der Tasche. Das ist vielleicht auch nicht ganz so praktisch. Hui, es ist dunkel. Wundervoll. Habe ich es doch so gerade nochmal geschafft, die Kurve zu bekommen. Kann ich? Nee. Wenn es nicht so kalt ist, kann ich mit der Beefalo-Mist, kann ich die Samen andüngen, dann wächst es schneller. Und die Gegend hier ist ja geradezu prädestiniert dafür. So. Notfalllösung B. Sträucher ausbuddeln und damit anfeuern. Ja, gut. Ich werde jetzt Pause machen und euch nicht noch langweilen, wie ich hier rumstehe. Ich kann gerade sowieso nichts mehr bauen. Ich muss auf den Tag warten. Und dann mache ich jetzt hier einfach schon mal Pause für heute und bin ja gerade nur noch schlecht auf dem Spiel hier, gerade halbe Gesundheit auf allen Feldern, aber bin ich mehr miserabel, also kann ich hier auch gerade mal einen Cut machen und am nächsten Tag dann weiter für euch aufnehmen und ich hoffe, dass ich nochmal die Kurve hier kriege und euch noch ein bisschen mehr hier zeigen kann. Gut, und dann sehen wir uns, wenn wir uns sehen. Bis dann. Ciao.